Jo, Tachchen Sparköpfe. In diesem Video gibt's wieder eine neue Buchempfehlung von mir, nämlich es betrifft dieses Buch hier, Cashkurs von Dirk Müller. Ja, dieses Buch kann ich euch echt empfehlen, weil es, ja, hier steht ja auch Basiswissen für Einsteiger. Hier wird erstmal wirklich alles so ein bisschen thematisiert rund ums Thema Geld. Was sind überhaupt Tagesgeld und Sparkonten? Was sind irgendwie Anlagen? Was sind Bundesschatzbriefe? Wie legt man richtig an? Was sind irgendwelche Zusatzleistungen? Welche Versicherungen gibt es? Welche brauche ich? Ja, und so weiter und so fort. Was sind irgendwie Aktien? Was sind Ordergebühren, Börsengebühren, Bilanzstrukturen und so weiter? Kurs-Gewinn-Verhältnis. Alles wird hier, sage ich mal, sehr gut erklärt und angerissen, aber man muss natürlich auch sagen, angerissen, ne? Sonst wäre das Buch wahrscheinlich so dick. Ja, aber so für den Einsteiger, für den Anfänger, sage ich mal, der sich jetzt mit Geld anfängt zu beschäftigen und sich da so ein bisschen weiterbilden will, ist dieses Buch auf jeden Fall gut geeignet. Ich habe es auch, also ich habe es ja gelesen und konnte da noch eine Menge mitnehmen. Ich bin ja eigentlich auch noch am Anfang meiner finanziellen Karriere und ich sage mal am Anfang so meines Lebens, denn vieles betrifft uns ja hier, sei es Versicherungen und Anlagen und so weiter. Deswegen kann ich dir dieses Buch auf jeden Fall empfehlen. Meine Quintessenz, die ich hier eigentlich draus genommen habe und ich möchte die jetzt mal nennen, weil ich die ehrlich gesagt gar nicht so erwartet hätte in diesem Buch. Ich dachte, da geht es wirklich rein ums Geld und um das Ganze halt, was er auch vermittelt, um dieses Wissen. Aber so ziemlich zum Ende sagt er einen tollen Satz, den ich absolut unterstreichen kann und deswegen sage ich ihn dir jetzt: Investiere in Erinnerungen. Ja, den Satz finde ich echt schön und warum finde ich ihn schön? Denn ich habe ja schon mal ein Video darüber gemacht. Also Geld ist auf jeden Fall wichtig. Es gibt Dinge, die mindestens genauso wichtig sind. Ich würde nicht sagen wichtiger, sondern mindestens genauso wichtig, da man zum Beispiel Geld und Liebe, Geld und Familie nicht irgendwie unterscheiden kann. Aber natürlich, jedes Geld bringt einem irgendwie nichts, wenn man, naja, ich sage mal, irgendwie alle anderen Lebensbereiche dann vollkommen vernachlässigt und vor allem dann so einen Lebensbereich wie die Familie, ne, nur arbeitet, nur dem Geld hinterher ist und Frau und Kinder völlig vernachlässigt. Und andererseits, dass man einfach sein Geld nicht irgendwie nur ausgibt für materielle Dinge wie ein Fernseher und ein Auto und sonst sowas, sondern dass man in Erinnerung investiert, ja, dass man einen schönen Zoobesuch macht vielleicht mit seinen Kindern, eine geile Reise mit seiner Frau oder seinem Mann, ja, so den Traumurlaub, von dem man schon immer geträumt hat. Und dann ist das Geld und obwohl man da ja eigentlich Geld ausgibt und gar keine Rendite zurückbekommt, eine richtige, ist es trotzdem, finde ich, eine Investition, weil wirklich eine Investition in Erinnerung. Denn an diese Momente, die wir uns dann mit dem Geld schaffen, und da sieht man auch wieder, dass Geld wirklich wichtig ist, denn mit Geld kann man auch Erinnerungen und Momente schaffen. Ja, von denen können wir sozusagen dann ein Leben lang, ich sage mal, zehren. Diese Erinnerungen haben wir immer, diese werden uns nicht verlassen. Und ja, deswegen kann ich diesen Satz investieren in Erinnerungen auf jeden Fall unterstreichen. Wie gesagt, ein sehr tolles Buch mit sehr, sehr viel Basiswissen rund ums Thema Geld, Versicherung, Anlagen, Immobilien und so weiter. Deswegen klare Buchempfehlung von mir, Cashkurs von Dirk Müller. Link werde ich in die ja, Infobox packen dazu. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen, war eine sehr kurze Rezension. Ich wollte halt hier auch nicht die ganzen Grundlagen irgendwie, ja, ausführen, dann wäre das Video eine halbe Stunde lang. Da kannst du dich ein bisschen selbst hineinarbeiten, dafür ist das Buch gut geeignet. Abonnier gerne den Kanal, schreib mir in die Kommentare, wie dir das Buch eventuell geholfen hat und wie du es fandest. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, dein Chris von Sparen mit Kopf.